Aua. Aua. Vielleicht hätte ich ihn doch gefangen nehmen lassen müssen. Ich meine, da ist er jetzt auch tot geprügelt worden. Missionszusammenfassung. Die Überlebenden von Aya werden von Allianzpersonal mit Unterstützung durch Cerberus behandelt. Zum Glück scheint Taylor die Erfahrung physisch gut verarbeitet zu haben. Jacob Taylor hat mit seinem Vater abgeschlossen und kann sich nun voll auf die Mission konzentrieren. Er zeugt ein Schild, das eine große Menge Schaden schluckt. Jacobs neues Outfit. Schwere Pistole, mehr Schaden. 28.500 Credits und Element Zero 500 Stück erhalten. Das ist natürlich unschön, sag ich mal. Sehr unschön. Sowas wünschst du natürlich keinem. Das ist genauso, wie wenn du als Vater mitkriegst, wie dein Sohn stirbt. Allianzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Überlebende abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, können wir längst weg sein. Gut gemacht. Sie sollen nicht mal unsere Rücklichter sehen. Wird gemacht. Was soll das heißen? Sie waren es nicht. Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Aber Sie wussten davon? Nichts passiert auf diesem Schiff, meinem Schiff, ohne einen Bericht darüber an Sie. Ich hatte genauso wenig Veranlassung zu glauben, dass Jacobs Vater noch lebt, wie er selbst. Aber es freut mich zu erfahren, dass Sie die Situation gemeistert haben. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Der offensichtliche Insider. Das passt. Wer sonst hat Zugriff auf die Kanäle von Cerberus? Es war nicht mal geheim oder so. Nur seltsam. Es gab mal eine Zeit, als das für Sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter vier Augen. Shepard? Jacob? Alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylors Körper hat einiges nachzuholen, aber der Mann ist längst tot. Ich habe das bereits verarbeitet. Vermutlich war er als Vater gut genug. Denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Überrascht wegen Miranda? Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Gehen wir mal. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Keine Ursache. Jederzeit, Jacob. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit dem was besprechen können. Hallöchen, Popöchen. Danke für den Abstecher zur Gernsback, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass ich die Sache in Ordnung bringen konnte. Und keine Sorge, es hat keinen Einfluss auf meine Arbeit. Es ist vorbei. Untersuchen, Normandy Upgrade. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Wir haben die beste Panzerung, die es gibt. Der Rest liegt außerhalb meiner Expertise, Commander. Ich will über Sie reden. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Okay. Wir sprechen später. Commander. Alles klar, ich möchte ihn zu nichts zwingen. Ich meine, er hat gerade was Hartes hinter sich bekommen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. So, ungelesene Nachricht. Es könnte auch Ihnen passieren. War das das?
Ein Drell lag im Ozean im Sterben. Er hatte das Caporal-Syndrom. Und da war dieser Traum. Die Entflammten kamen zu ihm und zeichneten den Verlauf seines Lebens nach. Der Drell sah die Irrungen und Wirrungen. Und manchmal schwammen die Entflammten an seiner Seite und ihre Gliedmaßen wirbelten das Wasser auf. Manchmal war er auch allein. Der Drell oder Drell sah, dass die einsamen Momente die schwersten in seinem Leben waren. Er fragte die Entflammten, warum wurde dieser verlassen? Das Licht der Entflammten leuchtete hell und sie antworteten, du wurdest niemals verlassen. In den schweren Zeiten deines Lebens war es unsere Körper, die dich durch das Wasser getragen haben. Der Drell erwachte und sah, dass sein Caporal-Syndrom geheilt war. Wenn sie dem Licht der Entflammten folgen, kann ihnen das auch zuteil werden. Wo die Entflammten hingegen dorthin hingehen, dorthin werden wir ihnen folgen und wo ihr Licht zur Sonne wird, werden wir die Sterne sein. Leiten Sie diese Nachricht an 6... Ich hasse Spam-Mails. Ketten-Mails. Projekt Feuer... Ach, das hatte ich ja schon. Hauptsache, so eine Scheiße kriege ich hier geschickt. Ketten-Mails. Gibt hier keinen E-Mail-Filter, Spam-Filter oder so? Nee. Ich würde sagen, jetzt gehen wir ein bisschen in Richtung Tali. Ich meine, wir haben eh nicht mehr. Oder meine Aufnahmezeit ist sowieso jetzt schon fast vorbei. Können wir trotzdem mal langsam uns in die Richtung begeben, oder? Und wie gesagt, ihr könnt mir dann nochmal schreiben, wie dieses Outfit jetzt ist. Ich finde es jetzt gar nicht so verkehrt. Sieht vielleicht ein bisschen cooler aus wie das letzte. Ja. Muss man mal gucken, ne? Außenzone. Tali rekrutieren. Und kabang! Tali. Tali. Hestrom war früher eine quarianische Kolonie, die die Phänomene auf Dolen, dem Stern des Systems, beobachten sollte. Dolen schien instabil zu sein und eine vorzeitige Veränderung in einen roten Giganten wurde befürchtet. Hestrom wurde 1896 CE von den Geth übernommen. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie was im Hals gekriegt. Oder ist es immer noch da? Mit dem Planeten und sein... kurz darauf brach jede Kommunikation mit dem Planeten und seinen angegliederten Raumstationen ab. Die einzige Reaktion der Geth auf die mögliche Bedrohung durch Dolen in den letzten 300 Jahren war die Errichtung mehrerer Raumstationen in unmittelbarer Nähe. Die Magneteruption und die Sonnenstrahlung von Dolen lassen dort praktisch keine Kommunikation zu. Und es ist unklar, wie die Geth dieses Problem gelöst haben. Scans von Spionagesonden deuten darauf hin, dass inzwischen im Orbit von Hestrom in großem Maßstab gebaut wurde und dass sich tausende von Geth-Plattformen plus eine unbekannte Anzahl von Geth-Software-Bewusstsein dort aufhalten. Wie viele geht sich auf der Planetenoberfläche Geth... Das ist aber falsch geschrieben, ne? Geth sich auf der Planetenoberfläche befinden, ist unbekannt. Die Spionagesonden haben auf Dolen mit starken Interferenzen zu kämpfen, wodurch Scans aus der Entfernung erschwert werden. Ressourcenberechnung auf Basis der Abbau-, Raffinierungs- und Verarbeitungsaktivitäten der Geth legen nahe, dass der Planet noch etwa 20 Jahre lang genutzt werden kann, bevor seine Ressourcen erschöpft sind. Geheimdienstexperten spekulieren, dass die Geth deshalb nicht alles abbauen, weil sie größere Mengen für Reparaturen in Reserve behalten wollen. Hinweis für Reisende. Hestrom ist eine Hochburg der Geth. Nur militärische Spionagedrohnen mit modernster Tarntechnologie sind bislang unbeschädigt aus dem Gebiet der Geth zurückgekehrt. Jeder zivile Raumverkehr ist untersagt. Entfernung zur Sonne 6,3 AE, Umlaufzeit 15,8 Erdjahre, Radius 6721 Kilometer, Tagesdauer 18,5 Erdstunden, atmosphärischer Druck 0, Oberflächentemperatur minus 107 Grad Celsius, das ist verdammt kalt, Oberflächengravitation 1,2 G. Landen. Moment. Da ist noch kein Schwein zurückgekehrt und ich muss da landen? Ist das dein Ernst? Das will ich jetzt aber eigentlich überhaupt nicht. Wenn ich ehrlich bin. Wie siehst du denn jetzt aus? Outfit wechseln. Ja, gut. Hinzufügen. Garrus. Hinzufügen.
Junge. Hm. Biotisches Material. Hm. Ich nehme das. Effektiv gegen Panzerung und biotische Barrieren. Schwubbelibubbelibubbelibub. Wird deutlich erhöht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie stark diese Detonationskraft ist. Warp-Munition, nimmst du das auch? Die Schockwelle nimmst du dann mit? Garrus, mein alter Freund. Turianischer Rebell. Du weißt Bescheid. Wenn es schießen kann, weiß Garrus, wie man damit umgeht. Sein Waffenschaden und der seiner Kräfte steigen dramatisch. Oder turianischer Überlebenskünstler. Ich glaube, ich nehme hier Abtrünniger. So. Beenden. Ernsthaft? In der Sonne wirst du... Oh oh. Ja, das hat man ja gerade gut gesehen. Das war mir jetzt aber einen Tacken zu heiß. Ich habe ernsthafte Probleme mit meinen Schilden. Alle raus aus der verdammten Sonne! Das musst du mir nicht zweimal sagen, meine Liebe. Untersuchen. Versiegelt. Autorisierung. Kalregar. Marines der Migrantenflotte. Wenn ihr überhaupt noch lebt. Wohlgemerkt. Torsteuerung. Geht doch. Einfach mal nett aufgemacht und dann passt das schon. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Ding. Landungsschiff im Anflug. Ja, das war ein direkter Kill. Das war auf jeden Fall ein deutlicher Kill. Schubidubidu. Das knattert. Ich hab doch da gerade was... Das hast du gut bemerkt, mein Freund. Wir gehen nach da oben. Da werden wir auch kurzzeitig gegrillt, aber da oben ist Schatten. Oh oh. Das hat gesessen. Na komm. Zack. Komm her! Es ist Spielzeit! Oh oh, das ist gar nicht gut. So. Upsa, hab ich die Munition. Oh, au, au, au. Ich hab's gemerkt. So. Weg mit den Geth. Jack. Jack! Warum mache ich mir eigentlich Sorgen um Jack?
Ich weiß nicht, ich mag die Jin irgendwie. Dubbeli-dubbeli-dubbeli-dubbeli-du. Der nächste tot. Capisce? Lade, capisce. So. Bisschen Munition nachtanken. Hallöchen! Viva la Kuschelzeit!